Sehr geehrte Finanzmarkt-Welt-Community, so 80-90% der Marktteilnehmer verlieren an der Börse Geld. Warum ist es so? Ein großes Problem ist das Fehlen von Risiko- und Money-Management. Also die Frage, wie viele Aktien darf ich denn jetzt überhaupt kaufen? Aktien, Hebelzertifikate, was auch immer man handelt. Und genau zu diesem Thema, dass man langfristig an der Börse überlebt, hat mich die Börse Frankfurt jetzt zu einem Webinar eingeladen zum Thema Risikomanagement. Und das verlinke ich mal hier unter diesem Video. Ich schreibe einen Kommentar, da packe ich den Link zu diesem Webinar rein. Guckt euch das an, das kann wirklich ja, den ein oder anderen Euro sparen. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema, denn es geht natürlich wieder um die Märkte. Wir schauen uns die Marktsituation an, die charttechnische Situation. Wer ist im Vorteil? Käufer, Verkäufer? Ich bin heute etwas rohstofflastig, aber da haben wir momentan auch ein paar ganz interessante Marken momentan. Schauen wir uns zuerst wieder den DAX Future an und noch in der letzten Woche haben wir hier mit dem Unterstützungsniveau gekämpft und da kamen natürlich auch Ängste auf, dass dieses Niveau unterschritten wird, dass wir nochmal einen deutlichen Abverkauf sehen und diese Woche geht es schon wieder massiv bergauf. Allerdings ist auch hier bald schon wieder eine erste Hürde erreicht, 13.600 bis 13.800 Punkte. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Niveau, an dem ich einen Short platzieren würde. Man kann das machen, aber Problem ist, dass wir uns eigentlich, wenn wir das Ganze groß hier betrachten, sind wir quasi dann in der Mitte der Range. Und da kann eigentlich alles passieren. In so einer Range, da konzentrieren wir uns eher auf die äußeren Bereiche. Also dort haben wir eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sich dort tatsächlich eine schöne Bewegung entfaltet. Daher wäre ein optimaler Einstieg für eine Short-Position im Bereich 14.800 bis 15.000 Punkte. Nochmaliger Test der Unterstützung 12.2, 12.4 kann hier erneut zu einer Gegenbewegung führen. Dafür für einen Long möchte ich aber eigentlich mal noch eher sehen, dass zumindest wirklich die 13.6 bis 13.8 erreicht wird. Schauen wir uns den S&P 500 an und die US-Märkte sind momentan richtig interessant. Der S&P hat hier ein Widerstandsniveau im Bereich 3.900 Punkte überwunden jetzt in den letzten Tagen. Und das ist schon mal ein starkes Zeichen, denn dieses Widerstandsniveau, das war vorher mal Unterstützung und jetzt ragt hier diese Aufwärtsbewegung, die ja gegen den übergeordneten Trend sich ausbildet, diese Aufwärtsbewegung ragt in diese vorherige Aufwärtsbewegung hinein. Und das ist ein Zeichen der Stärke. Wenn die Verkäufer richtig stark gewesen wären, dann wären wir hier über die 3,9 nicht hinausgekommen. So wie wir es hier gesehen haben. Ne? Unterstützung, Unterstützung wurde zum Widerstand, bam, Abverkauf. Und jetzt wurde das Niveau überschritten. Käufer sind also stark. Und deswegen folgende Vorgehensweise, zwei Szenarien habe ich hier. Laufen wir in dem Bereich 4150 bis 4200 Punkte, können zwei Sachen eigentlich passieren. Seitwärtsbewegung auf hohem Niveau in blau dargestellt, dann können wir einen Ausbruch nach oben handeln. Oder es gibt nochmal einen Rücksetzer und der dürfte aber aufgrund von dieser Überlappung, die wir hier sehen, dürfte dann im Bereich 3500 bis 3600 Punkte wieder ein Ende finden. Vielleicht sogar schon hier an den letzten Verlaufstiefs. Und darauf gilt es zu achten, das sind die zwei Szenarien, die uns eine schöne Trading-Idee offerieren. Denn es geht ja darum, dass wir an den Märkten uns ein bisschen Geld rausziehen. Und jetzt schauen wir uns die Nasdaq an. Und die ist tatsächlich noch negativer als Dow Jones, als S&P 500. Die Technologietitel, die stoßen nämlich jetzt tatsächlich erst an diesen Widerstand. Da haben wir diese Überlappung, die wir im S&P 500 gesehen haben, die haben wir hier noch nicht. Damit Nasdaq schwach. Vom aktuellen Niveau ist ein Rücksetzer nochmal in dem Bereich 11.000 gut möglich. Und wenn ihr euch einen kleinen Spaß machen wollt, beziehungsweise was lernen wollt, dann setzt euch mal hin und schaut euch mal die großen Aktien aus der vom Nasdaq an. Also Amazon, Microsoft, die großen Tech-Werte, auch die Google oder Alphabet, die sind in ganz ähnlichen Konstellationen. Also da sieht es tatsächlich eher danach aus, dass der Markt den nochmal einen Schwenk nach unten braucht.
Kommen wir zum Rohstoffteil und hier zuerst der Blick auf den Ölpreis. Der Ölpreis ist erwartungsgemäß an das Unterstützungsniveau angelaufen und wir haben hier auch gesehen, dass die Käufer schon in den Markt reinkommen. Jetzt testen wir das Niveau aber erneut und sowas ist auch schon so ein bisschen ein schwaches Zeichen. Das heißt, im Ölpreis, für alle, die long eher ausgerichtet sind, da brauchen wir jetzt wieder Feuer, quasi, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir brauchen wieder Kaufdruck nach oben. Wenn wir uns jetzt in den nächsten 2 Wochen, sag ich mal, hier weiter eher auf niedrigem Niveau aufhalten, zwischen 90 und 100 Dollar pendeln, vielleicht noch ein bisschen höher, aber eher auf niedrigem Niveau, dann ist das ein klares Zeichen, dass wir hier einen Ausbruch nach unten sehen werden. Und auch da könnte man natürlich einen schönen Trade draus machen. Ja, wenn wir sehen, oh, die Schwäche ist im Markt, dann hier auf eine Abwärtsbewegung spekulieren. Das könnte dann natürlich auch wieder ein bisschen zur inflationssenkenden Maßnahme führen quasi. Also zumindest mal kurzfristig ein bisschen Entspannung bringen auf der Inflationsseite. Aber soweit ist es noch nicht. Da müssen wir erstmal warten. Die Unterstützung bleibt so lange Unterstützung, bis sie bricht. Und damit haben wir aktuell immer noch die Chance, Möglichkeit wieder in Richtung 120, 125 nach oben zu laufen. So, jetzt gucken wir uns den Gold Future an und der hat das Unterstützungs-Kaufniveau zuletzt angelaufen. Und wenn wir uns das mal angucken, für alle, die mit der Charttechnik immer noch nicht so richtig grün sind, dieses Niveau, 1670 bis 1700 US-Dollar in ungefähr, das war mal hier ein markanter Widerstand. Da gab es ordentliche Bewegung nach unten. Dann wurde das Niveau überschritten, wechselnde Polarität und das Niveau wurde zur Unterstützung. Da sind die Käufer in den Markt gekommen, und haben immer wieder für dynamische Gegenbewegung gesorgt. Und so, Börse ist ja nichts anderes als Wahrscheinlichkeitsrechnung, gehen wir davon aus, dass dieses Niveau erneut für eine Aufwärtsbewegung gut ist. Wie weit die dann läuft, das kann man in der Regel nicht genau bestimmen. Deswegen, wer hier unten eingestiegen ist, das sage ich, 1800, 1900 sind mal so realistische Ziele, die wir in den nächsten Wochen gut anlaufen können, ohne dass man sich da irgendwie großartig strengen muss. Und deswegen, an der Börse geht es ja immer darum, was ist mein Risiko, was ist mein möglicher Ertrag? Der Ertrag muss immer deutlich höher sein als das Risiko, was ich eingehe. Man muss es wirklich wie ein Geschäft betrachten. Und daher, ich sag mal, wenn man hier unten in dem Bereich einsteigt, darunter die Position auflöst, wenn es nicht gut geht, das Geschäft. Und auch das passiert natürlich an der Börse. Das ist einfach so. So, dann hätten wir hier das Risiko und einen entsprechenden Ertrag nach oben, der insgesamt in einem guten Verhältnis steht. Schauen wir uns den Uranpreis an. Und hier über den Sprott Physical Uranium ETC. Und auch der notiert an einem interessanten Unterstützungsniveau. Zuletzt Verlaufstiefs, wo es auch Aufwärtsbewegungen von gegeben hat. Und jetzt nochmal so ein leicht tieferes Tief gemacht, Dynamik nach oben. Jetzt brauchen wir noch Kurse hier über 14,50. Und dann haben wir gute Chancen Richtung 16,50, 17, vielleicht auch sogar weiter nach oben zu laufen. Ja, und jetzt ein Trade können wir hier aktuell nicht machen, aber das Natural Gas heimlich still und leise quasi schießt es schon wieder nach oben. Wir hatten hier das auch schön zu lernen, so leicht höhere Hochs, das ist immer ein Zeichen der Schwäche, hatte ich entweder hier oder auf meinem YouTube-Kanal mit angesprochen, dem Sie sehr gerne folgen dürfen, würde ich mich ganz besonders freuen. Und so, dann kam der Abverkauf. Und hier wurden die nächsten 2 Unterstützungen, die großen Unterstützungen. Ich hatte schon damit gerechnet, dass wir hier nach oben drehen, aber der Markt hat noch eine Etage tiefer das Niveau angelaufen und erst dann nach oben gedreht. Und jetzt laufen wir wieder. Wir sprinten nach oben in Richtung neuer Hochs. Da sich die Käufer hier aber auch erstmal ordentlich aus dem Fenster lehnen mussten, um den Markt wieder so nach oben zu pushen, Achtung im Bereich 59. Es kann sein, dass wir vielleicht ein leicht höheres Hoch sind, nur in dem Bereich 10 US-Dollar. Und dort rechne ich aber dann nochmal beziehungsweise wieder mit einer Abwärtsbewegung. Und jetzt um Gottes Willen das Benzin, Gasolin und auch hier leider an einem markanten Unterstützungsniveau angekauft. Deswegen nochmal schnell zur Tanke fahren. Und hier sehen wir schon, dass die Käufer schon wieder ein bisschen bullish sind, ein bisschen anfangen zu geifern. Und daher ist vom aktuellen Niveau
auch hier leider wieder mit einer Aufwärtsbewegung Richtung 4,20 zu rechnen. Liebe Freunde der Charttechnik, ich wünsche Ihnen ein wunderbares Wochenende. Schauen Sie gerne auch auf meinem Kanal vorbei. Gucken Sie sich aber noch viel wichtiger erstmal das Thema Risiko-Money-Management an. Ich schreibe das unten in, packe einen Link in die Kommentare. Und auf meinem Kanal, jetzt muss ich gerade mal überlegen, was gibt's denn da? Warren Buffett spielt bei mir eine große Rolle. Burggrabenaktien, diejenigen, die sich eher für fundamentale Ausrichtung interessieren, sollten sich das Video auch unbedingt mal anschauen. Und naja, jetzt erstmal ein wunderbares Wochenende.